Wer Europa bewahren will, muss Afrika retten. Das sagt Asfa Vossen Aserate. Er ist äthiopisch-deutscher Unternehmensberater und Bestsellerautor. Herzlich willkommen zum DW-Interview. Ich freue mich, wieder bei Ihnen zu sein. Willkommen auch Ihnen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Spahn. Dr. Asfa Vossen wäre eine Anredeform. Internationalen Adelskonventionen zufolge sollte ich aber kaiserliche Hoheit oder Prinz wenigstens sagen, denn Sie sind der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie. Wie möchten Sie angesprochen werden? Ja, Sie können einfach Dr. Aserate zu mir sagen. Dr. Aserate, so machen wir das. Ich frage auch deshalb, weil eines Ihrer Bestsellerbücher den Titel Manieren trägt. Was sind für Sie gute Manieren? Wie man den Nächsten behandelt, dass man sich selbst nicht in den Vordergrund stellt, sondern immer die Nächste das Zentrum des Geschehnisses darstellt. Also die Grundlage wäre Respekt vor dem anderen. Der Respekt vor dem anderen und die Achtung vor den anderen Menschen. Ihr neues Buch spricht und warnt vor einer Völkerwanderung von Afrika nach Europa, während wir hier in Deutschland auch immer noch von einer Flüchtlingskrise sprechen. Haben wir die Dimension des Problems noch gar nicht erkannt? Ich bin der Meinung, dass es wahr ist. Sie haben es noch nicht so erkannt, wie es eigentlich sein sollte. Obwohl die deutsche Bundeskanzlerin vor einigen Wochen schon gesagt hat, dass die afrikanische Migration eines der größten Sorgen ist, die sie hat. Ich bin zutiefst erfreut, dass nach so vielen Jahren wieder Afrika thematisiert wird. Das ist höchste Zeit. Es gibt einen großen Druck auf die Menschen in Afrika, auszuwandern, zu fliehen, nach Europa zu wollen. Was sind die Hauptgründe dafür? Ihrem Buch entnehmen wir, auch wir Europäer tragen Verantwortung dafür, dass sie gehen. Es gibt natürlich viele Gründe, warum Menschen auswandern, warum Menschen ihre Familien verlassen, ihre Häuser, ihre angewohnten klimatischen Bedingungen abgeben für eine Welt, die sie nicht kennen. Aber in meinen Augen ist eines der größten Migrationsgründe die schlechte Regierungsführung in Afrika. Es ist evident, dass in den letzten 40 Jahren an die 2 Billionen Dollar nach Afrika geflossen sind, aus allen Teilen der Erde, als Entwicklungshilfe. Und es ist absurd, dass eigentlich das Leben eines normalen Afrikaners in diesen 40 Jahren nicht viel verändert hat. Und daran sind die Regierenden schuld, die nichts anderes tun können, als diese Gelder, die zu ihnen fließen, als ihr Privatvermögen anzusehen. Und was besonders wehtut, ist die Tatsache, dass diese afrikanischen Gewaltherrscher, die auch seit 30, 40 Jahren an der Macht sind, von europäischen Steuerzahlern alimentiert werden. Das heißt, wir unterstützen die Falschen. Wen sollten wir stattdessen unterstützen? Sie sollten immer auf der Seite des afrikanischen Volkes sein, aber sie sind immer auf der Seite der Gewinner, derjenigen, die zufällig an der Macht sind. Aber für uns Afrikaner bedeutet das nichts anderes als, du kannst der größte Gauner auf Gottes Erden sein. Solange du an der Macht bist, kommen wir europäische Demokraten auf Knien und beten dich an. Weh dir, wenn du nicht mehr an der Macht bist. Sie haben gesagt, wir sollten auf Seiten des Volkes stehen. Hat nicht der afrikanische Frühling gezeigt, dass es außerordentlich schwer ist, festzustellen, wen man unterstützen soll? Das ist natürlich immer richtig. Ich meine, in vielen Fällen haben sie es auch nicht richtig gemacht. Ich bin dafür, dass zum Beispiel im Falle Libyens die Europäer interveniert haben. Aber den Fehler, den sie gemacht haben, sie sind nicht zu lange dort geblieben. Man kann nicht eine demokratische Institution, die gerade zustande gekommen ist, alleine lassen. Wo waren die UN-Truppen? Warum hat man nicht eine afrikanische Truppe in Libyen, die von der OAU, von der Afrikanischen Union geleitet wird, in Libyen gelassen und in anderen Ländern? Man muss diese frischen demokratischen Ländern einfach nicht alleine lassen.
man muss sie 2-3 Jahre lang auch begleiten. Europa muss umsteuern, damit es die Richtigen in Afrika unterstützt. Das kann aber ja nur dann funktionieren, wenn Europa sich einig ist. Glauben Sie tatsächlich, oder anders gefragt, ist es nicht blauäugig zu glauben, dass die europäischen Staaten ihre Egoismen gerade in der Wirtschafts- und in der Außenpolitik aufgeben, um das zu tun? Sie haben natürlich recht. Es gibt eine gewisse Blauäugigkeit, wenn ich das verlange. Das tue ich seit vielen Jahren. Aber ich halte es für unabdingbar. Es ist richtig, dass die Europäer nicht mal imstande sind, eine gemeinsame Asylpolitik auf die Beine zu stellen. Aber im Falle Afrikas lohnt es sich überhaupt nicht, wenn die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel sagen würde, von heute auf morgen werde ich mit diesem oder dem anderen afrikanischen Land keine politischen Beziehungen mehr haben oder diplomatischen Beziehungen. Dann würden die Franzosen gehen und gerade mit diesem Land das beste Geschäft ihres Lebens machen. Das bringt nichts. Und insofern brauchen wir eine gemeinsame europäische Afrikapolitik. Die Alternative ist, dass die Afrikaner mit den Füßen abstimmen werden und zu den Europäern kommen werden. Gibt es denn nach Ihrer Kenntnis auch Länder in Afrika, wo der Auswanderungsdruck viel geringer ist, weil die Länder es selber richtig machen und es schaffen, sich sozusagen aus dem Sumpf von Machtmissbrauch, Armut und Hunger selbst zu ziehen? Durchaus. Zum Beispiel Tansania, das zurzeit wirklich eine großartige Exempel für die anderen afrikanischen Staaten darstellt. Ein Präsident, der wirklich gegen Korruption sein Bestes gibt. Ein Präsident, der sogar sein eigenes Salär, die Salärs seiner Minister, herabgesetzt hat. Die 50-Jahre-Feier der Unabhängigkeit seines Landes gestrichen hat und vieles mehr. Und dann gibt es natürlich Länder wie Botswana, die seit Jahren schon wirkliche demokratische Verhältnisse haben, wo jede Wahl eine wirkliche demokratische Wahl ist. Das sollten unsere Exempel in Afrika sein. Eines der größten Probleme in Afrika ist die explodierende Geburtenrate. Wie kann man da von außen helfen? Kann man mit Verboten argumentieren oder jedenfalls darauf hinweisen? Was kann man tun? Das, was Bismarck gemacht hat. Auch in Deutschland gab es eine Bevölkerungsexplosion gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist sehr interessant. Es endete, wo Bismarck die sozialen Gesetze eingeführt hat und jeder Deutsche eine Mindestrente bekam. Und das ist höchste Zeit, dass wir das in Afrika haben. Und glauben Sie mir, die Minute, wo das zustande kommt, wird der Afrikaner nicht mehr so denken wie damals die Deutschen. Ich bringe 10 Kinder auf die Welt, 3 sterben, bevor sie 10 sind, die nächsten 3 sterben, bis sie 20 Jahre alt sind und der Rest ist meine Pension. So wird er nicht denken, er wird sich dann mit 2 Kindern zufriedenstellen. So könnte Afrika von Deutschland lernen. Was kann Deutschland von Afrika lernen? Vieles. Die Tatsache, zum Beispiel die Verehrung von Menschen, die alt sind. Eine ganz andere, respektvollere Beziehung zu älteren Menschen. Das in Afrika natürlich dadurch kommt, weil man von Kindesbeinen an in einem 2- oder 3-Generationen-Haus aufwächst und so sehr früh mitbekommt, was das Altern bedeutet. Und schauen Sie mal, im Gegensatz zu Deutschland oder Europa sind weiße Haare, allein die, wenn jemand schlohweiße Haare hat, ein Zeichen des Respekts, weil man sagt, das ist ein Zeichen von Weisheit. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist. Sie selber sind ein Flüchtling aus Afrika. Sie haben das Land verlassen. Ihr Vater ist von den neuen Machthabern 1974 ermordet worden. Ihre Familie wurde drangsaliert. Wie hat Deutschland Sie aufgenommen damals? Wissen Sie, ich war ja schon in Deutschland. Und als die Revolution in Äthiopien losging und ich persona non grata wurde und meinen äthiopischen Pass verloren habe. Ich war der erste Äthiopier, der ausgebürgert wurde. Deshalb sage ich immer, ich bin ein typischer Asylant, so wie er im deutschen Grundgesetz drinsteht.
Für mich war es nicht schwer. Ich war in Frankfurt und habe einfach meinen Asylantrag gestellt und wurde natürlich sofort aufgenommen, weil es ja evident wurde, wie meine Situation aussah. Sie haben damals einen Fremdenpass bekommen. Das Wort klingt nicht nach Aufnahme, eher nach Abgrenzung. Wie haben Sie das erlebt? Ja, das war natürlich erstens mal froh, weil dieser sogenannte Fremdenpass Ihnen zwei Sachen garantiert hat. Sie durften Ihr Leben lang in Deutschland leben und arbeiten. Und das ist schon sehr viel wert. Wenn Sie aber mit diesem Pass im Ausland waren, dann war es natürlich anders. Vor Ihnen stehen 200 Leute, die gehen durch und der Zollbeamte sieht Sie und sieht Ihnen den Pass und sagt, kommen Sie bitte nach links und Sie werden dann gefilzt. Aber insofern war ich umso froher, als ich dann endlich meinen grünen deutschen Pass 7 Jahre später bekam. Dr. Asfar Vossen Aserate, wir würden zum Abschluss unseres Interviews gern unsere 3 unvollendeten Thesen mit Ihnen besprechen, mit der Bitte, sie zu ergänzen. Ich bin Äthiopier und lebe seit über 40 Jahren in Deutschland. Mein Heimatland ist? Deutschland und mein Vaterland Äthiopien. Draußen nur Kännchen heißt Ihr Buch über die deutschen Marotten. Was ist für Sie die schlimmste deutsche Untugend? Zu wenig Lässigkeit, was wir Afrikaner leider in Fülle haben. Auch wenn viele in Afrika den verlorenen Kontinent sehen, mein Afrika bedeutet mir mein Leben, mein Ideal und vor allem etwas, wofür wir Afrikaner jeden Tag kämpfen müssen, um so unseren größten Feind zu besiegen, den Tribalismus. Dr. Asfar Vossen Aserate, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Schön.